Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter. Ich bin Mr. Kadafi, euer Let's Play Tomb Slayer Nienchen und El Pollo Diablo und ich. Wir wollen uns heute in den Glyphenwerkstunnel begeben. Die Teleportglyphen wieder zu aktivieren. Was ist das da vorne? Was ist das? Feuer, geh mal bitte weg. Was ist das? Seht ihr das da hinten? Was da brennt? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das kennen möchte, sehen möchte und überhaupt irgendwie weiter eines Blickes würdigen möchte. Wo müssen... Oh Gott, das ist Teufelsbelagerung. Das ist dieses... Das ist die BKE. Nein, danke. Ich erinnere mich an die andere BKE. Nein, 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 nein. Oh Gott, wer leuchtet denn da? Lady Goldmoon, du leuchtest aber ganz schön im Dunkeln. Ich weiß nicht, ob das so gut ist hier in diesen Gebieten. Was ja wirklich anspruchsvoll ist. Also 20.000 Tierscore. Kommt nicht von sonst. Die braucht man hier wirklich und man muss wirklich aufpassen, weil das ist hier... Guckt euch das mal an, das ist hier... Kann man hier irgendwas tun, damit das Schreien aufhört? Das ist ein Krankpaket. Okay. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Oh Gott. Komm nicht weg, bitte. Gott, es ist... Überall Löcher! Überall! Überall! Das ist ein einziges Loch hier, diese Map. Schwarzer Käse! Schwarzer Käse hat mehr Materie. Meine Güte. So, Glyphenwerktunnel. Ich komme mal. Dann gucken wir mal, welche... Ich finde übrigens fantastisch, dass die Einstiegspunkte hier so aussehen. Weißt du, sind keine Lagerfeuer mehr? Nein, wir sind jetzt einfach Schädel. Sehr gut, El Pollo Diablo. Ich finde das super, dass du dich da einfach so hinstellst. Oh, das sieht aber nicht gut aus. El Pollo Diablo. Das Killerhuhn. Sehr schön. Oh, hier sind noch weitere Killerhühner. Ich hab's gewusst. Die Hunas sind die wahren Feinde in dieser Map. Die Hunas sind diejenigen, die hier die Strippenzieher sind. Wir müssen die Hunas daran hindern, die Welt komplett in die Abgründe der Hölle zu stoßen. Der Pollo Diablo, das Teufelshuhn, hilft uns. Oh Gott, wo kommt ihr denn her? Hallo? Ein Wahnsinniger. Die sind aber einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Ist ja Wahnsinn. Die akustische Untermalung ist super gut. Oh, wer bist du denn? Ja, komm, ich möchte näher zu dir. Oh, du hast aber das ist aber einen schönen Ausblick. Eine schöne Bude gebaut hier. Da hat das Ausweichen nicht mehr funktioniert. Hör mal auf, mich zu dir zu... Nein, danke. Das möchte ich nicht. Vielen Dank. Nein. Veto. Hey! Okay, weißt du was? Du magst Feuer... Du magst Feuer, dann haben wir hier ein bisschen mehr Feuer. Autsch. Mach's aber gut, Bumm, junger Padawan. Ich möchte mir jetzt mal ganz kurz deine Aussicht angucken. Ui. Ui. Also. Einladend ist doch anders. Würde ich sagen. Dann reparieren wir mal diese Glyphenstruktur. Oculus Reparo. Heißt das, wir können uns jetzt jederzeit
hier hin teleportieren, also dort drüber. Das wäre richtig gut. Hier. Das wäre richtig gut. Das wäre wirklich eine... coole Sache. Oh, die Musik ist so gut gemacht. Ja, wie geil. Oh, das gefällt mir. Oh, das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir richtig gut, dass wir uns in der Map hin und her teleportieren können. Das ist wirklich eine geile Idee. Das müssen wir für alle Maps einbauen. Das ist wirklich super. Der gebrochene Wald. Der Wald östlich der Festung zeichnet sich durch unzählige Eisenholzbäume und riesige Granitbrocken aus. Manche dieser Bäume sind schon so alt und ihr Holz so hart, dass gewöhnliche Äxte brechen, noch bevor ein Baum zur Gänze gefällt worden ist. Und jeder Versuch, den Boden außerhalb von einigen wenigen flachen Gärten umzugraben, wird daran enden, dass die Pflugscharen an den Steinen zerbrechen. Mit Ausnahme der Straße, die sich zwischen Bäumen, Felsen und einigen kleineren Bauwerken hindurchschlängelt, weist der gebrochene Wald keine Anzeichen von Besiedlung auf. Seitdem die Festung nach Avernus versetzt wurde, zerbrach dieses felsige Gebiet in mehrere kleine schwebende Sektionen. Und da die Teufel sich auf der gegenüberliegenden und stabileren Seite der Festung eingenistet haben, sind hier die Dämonen eingerückt. Yay! Ach, das ist das hier! Ach, komme ich damit nur zurück oder komme ich da auch hin? Erfahren wir bestimmt, wenn wir jetzt mit Alrik wieder reden. Gut. Nun können wir schnell auf die andere Seite des gebrochenen Waldes gelangen. Sehr schön. Das Glyphenwerk können wir wieder instand setzen als wiederholbare Quest. Aha. Okay. Aber dann würde ich sagen, wir schließen mal den nächsten Abschnitt nicht ab, denn wir müssen noch ein bisschen sammeln, offensichtlich. Offensichtlich müssen wir... Die Teufel stehen wieder vor unseren Toren. Zahllose Teufelchen sind am Hintertor erschienen, wo sie uns bedrängen, um dann wieder Richtung Westen davon zu fliegen. Ich befürchte, dass sie unsere Verteidigung ausspionieren. Sie mögen zwar klein sein, doch diese Teufelchen sind überaus gerissen. Vernichtet sie, bevor sie sich davon machen können. Machen wir. Um einen Weg zu finden, unsere Verteidigung zu durchbrechen, haben die Teufel unseren Einwohnern und Soldaten Abmachungen angeboten, die sie zum Verrat verleiten sollen. Die Abmachungen werden an Orten getroffen, an denen sich verzweifelte Leute hinter verschlossenen Türen zusammenfinden. Gerüchten zufolge wurden Agenten der Teufel im Gasthaus zum gebrochenen Stuhl gesehen. Begebt euch dorthin und untersucht, was dort vor sich geht. Warum machen das Leute? Was ist das für eine Kugel? Warum machen das Leute? Warum schließen sie sich... mit den Teufeln zusammen. Unser Vorrat an Heilkräutern geht zur Neige. Sie wachsen unter den großen Eisenholzbäumen gleich außerhalb der Festung. Man muss sie einfach nur abernten. Doch in dem Gebiet treiben sich Dämonen herum und ich will nicht riskieren, einen unserer wenigen Heiler dort hinauszusenden. Könntet ihr diese Aufgabe übernehmen und wir sind uns auch einige Heiler. Dieser Kräuter bringen? Wir sind auch Heiler, wir können das. Viele der Wunden, die wir hier behandeln, werden von diesen üblen kleinen Kreaturen angerichtet, die sich im Hof herumtreiben. Ulrich sagte, sie werden als abyssische Hühner bezeichnet. Ich würde sie lieber als tot bezeichnen. Das Problem ist, dass sie aufgrund irgendeines Hexenwerks als harmlose Hühner erscheinen, um dann bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zuzuschlagen. Hier, nehmt diesen Stein. Haltet ihn hoch in die Luft und er wird diese Illusion bannen. Dabei werdet ihr alle dämonischen Kreaturen aufdecken. Doch Vorsicht! Einmal aufgedeckt, werden sie euch direkt angreifen. Ich wusste es. Die Hunas sind die wahren Feinde. Wer hat's gesagt? Die Hunas sind die wahren Feinde. Zeigt euch, ihr bösen Hunas. Zeigt euch. Wieso komme ich hier nicht durch? Oh, wie nice.
Ich weiß, dass ihr böse Hunas seid. Da ist ein böses Hunas. Kein böses Hunas? Noch nicht so ganz verstanden. Oh, Händlerin? Hier könnt ihr mir die neuen Ausrüstungen anschauen. Ja, so, so. So, so. Wo sind die alten? Okay. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Wir wollen... Wer bist du denn? Ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Dann ist ja gut. Das sind Hunas. Spielen die da raus. Gehen wir mal hier hoch. Viel Glück dort draußen. Wir alle zählen auf euch. Wo kommt ihr denn jetzt her? Wo kommt ihr denn her? Was macht ihr hier oben? Abmarsch. Runter hier. Zieht euch. Los. Untergang. Ja, ihr sollt hier runter. Genau. Das ist richtig verstanden. Runter hier. Runter. Ihr sucht den Ausgang. Ich weiß, aber da kann ich mir jetzt auch nicht mehr helfen. Ich werde dich jetzt nur noch in den Tod geleiten können. Aber keine Hunas hier oben. Keine Hunas. Wo kommt ihr denn her? Was ich nicht eigentlich... Teufelchen, sollte ich nicht Teufelchen töten? Hatte ich nicht eine Quest dazu? Oh. Hatte ich nicht eine Quest dazu, Teufelchen hier zu töten? Offensichtlich nicht. Aber Hunas. Und ich habe gesehen, hier unten sind schon wieder Hunas. Hä? Da! Geh, du böses Huhn. Wieder eins. Überall, die lauern. Oh, apropos lauern. Wo wir gerade beim Thema sind. Hey, wo kommst du denn her? Abmarsch. Ich muss einen Hunas aufdecken. Bist du ein böses? Nicht böse. Okay, okay. Jetzt hat er mal Glück gehabt. Wo sind hier noch Hunas? Das ist die schlimmste Quest von allen. Hunas durchsuchen. Oh, da ist eins. Hunas? Böses Huhn! Geh! Angriff der Killer Hunas. Hunas? Drei haben wir erst. Hier gehen wir mal ganz kurz durch. Da drin ist nämlich auch noch Hunas. Dass auch solche, ob die auch böse sein können, die hier drinnen sind. Und was genau würde dagegen sprechen, ne? Wenn sie sich als normale Hunas tarnen können, können sie auch sich hier reinschleichen. Aber scheinbar sind die Hunas innerhalb der Festung alle safe. Alle gut. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das machen. Das Hunas aufzudecken. Okay, das ist ein gutes Hunas. Und tot. Okay, aber ich musste doch... Musste ich nicht... Irgendwas töten? Ha! Böses? Also, alle Hunas sind böse. Das müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren, aber kein dämonisches böses Huhn, sondern nur normales böses Huhn. In... Oh, ach, da hinten, Teufelchen. Ah, und hier müssen wir Kräuter ernten. Dann machen wir das, dann machen wir das. Kräuter. Kräuter. Wir müssen ja auch noch HIs machen. Müssen wir mal gucken, dass wir... Ach, da sind Kräuter. I see, I see. Ich hab sie gefunden. Geht weg. Macht mal Abflug. Abflug. Hey. So. Da ist ein Kraut. Einladende Geräuschkulisse. Da sind zwei Kraut. Sag mal stehen, du Fanatiker. Ich muss euch beide gleichzeitig treffen.
So, hier haben wir Kraut 2 und Kraut 3. Da ist noch eins. Da leuchtet noch eins. Sehr schön. Sehr schön. Eisenbäume. Gibt es in DSA, glaube ich, auch. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Da, oh mein Gott, hallo. Ich wollte nichts von euch. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ich bin unsichtbar. Unsichtbar! Hier ist nichts mehr. Nein, das war eine ganz doofe Idee. Okay, wir müssen mal töten. Jetzt haben wir gerade ein bisschen zu viel nämlich aufgeschreckt. Ja. Ist mir klar. Lass mich mal. Steh mal bitte wieder auf. Nicht hier so rumliegen. So, weg da, du. Ohne Beschwörung. Ach, das gleiche. Oh Gott, das ist. Aber die zählt nicht. Ich muss geringere machen. So, erstmal hier noch die Kräuter, die restlichen Kräuter suchen. Gucken, ob wir hier noch irgendwo. Da ist noch eins. Sehr gut. Müssen die ja noch irgendwo rumliegen. Hatte ich das nicht aufgesammelt? Doch, hatte ich. Ach, das ist neu gespawnt. Geil. Das nehmen wir ja gerne an. Dann haben wir nämlich alle 7. Das ist ja super. Was müssen wir hier machen? Ach, das Gasthaus. Wir müssen ja auch noch ins Gasthaus. Stimmt. Um die Überläufer davon zu überzeugen, dass es keine gute Idee ist, den Dämonen zu helfen. Gott, diese Atmosphäre. Der gebrochene Stuhl. Wer nennt denn seine Taverne gebrochener Stuhl? Für den Orden. Hallo, ich wollte nur ein Bier. Ich wollte doch nur ein Bier. Ich bin nicht verboten. Niemand ist verboten. Niemand ist illegal. Abbas. Wieso kommen hier noch mehr? Lass mich mal. Also ihr seht schon, die sind schon hier ein Zacken heftiger. So. Gut, dass die Betonung gestern... Was passiert denn hier? Das ist aber eine interessante Abendunterhaltung hier. Habe ich noch nie gesehen. Aber immer was Neues. So bleibt der Tavernenbesuch spannend. Vor allem ist es eine Person. Hier sitzt eine einzige Person. Niemand anders, nur dieser eine Gast, der da sitzt. Barney Stinson, ohne Mo. Dann gucken wir mal, dass wir dort hinten die Teufelchen noch finden. Meine Güte. Das ist wirklich eine krass gemachte Karte. Ich meine, die Karte ist halt wirklich die Festungskarte, aber die sie offensichtlich schwer überarbeitet haben. Also sie haben sich die als Vorlage genommen und dann nur die Festung selbst stabil oder heile gelassen und alles andere einfach komplett über den Haufen geworfen. Wie viele muss ich denn töten von diesen Teufelchen? Oder muss ich irgendwas anderes machen? Mit den Teufelchen. Außer töten. Hier sind noch welche. Ich töte einfach erstmal noch ein bisschen. Schadet jetzt nicht. Nur Teufelchen. Ah, siehst du. Sehr schön. Oh Gott, hier sind aber viele Leute tot. Ich überlege gerade.
machen wir nicht. Dann werde ich wohl ein bisschen jetzt schon farmen müssen, um auf die Familienerbstücke zu kommen. Mal gucken, schauen wir mal, wie viel wir zusammenbekommen. Gut, dass ihr hier seid. Hervorragend. Diesen üblen Kreaturen muss Einhalt geboten werden. War sonst noch etwas? Die Teufel werden immer dreister. Und ich habe offen gesagt keine Vorstellung davon, wie sie in das Gasthaus gekommen sind. Das müssen wir unbedingt herausfinden. Gut gemacht. Damit habt ihr uns einen großen Dienst erwiesen. Sehr gerne. Also, sie hat neue Aufgaben für uns. Danke, dass ihr uns beisteht. Wir können... Ach, sehr gut. Mit dieser Ladung können wir eine weitere Tagesration an Tränken und Salben herstellen. Ach, ich danke euch. Sehr gerne. War sonst noch etwas? Gut gemacht. Ich werde den Stein wieder an mich nehmen. Diese Bestien werden sicher wieder zurückkehren. Doch mit eurer Hilfe können wir ihre Zahl klein halten. Das müssen wir auch. Hunas sind die gefährlichsten Wesen überhaupt. Reicht das jetzt schon? Nein, noch 10 fehlen. Okay. Bringt diese Nachricht zu Atrian. Ihrem letzten Bericht zu... Ah, das sind jetzt die gleichen Leute Sachen wurden wieder. Von Höllenhunden gebissen und wir müssen spezielle Tränke für ihre Behandlung... Okay, das heißt, jetzt geht es wirklich darum... Leute verstecken sich... Ruhe. Die Quests hier zu farmen, um genügend Familienerbstücke zusammenzubekommen. Aber ich würde sagen, das werde ich offscreen machen. Die haben wir jetzt ja schon gesehen. Ich werde auch gucken, dass ich vielleicht noch die beiden heldenhaften Begegnungen zusammenkriege. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir mit der Hauptquest weitermachen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Hunas schlachtendes Kaninchen. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!